Hallo und willkommen, das ist Minecraft. Die Sonne scheint. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zu einem weiteren Wow. Da hinten ganz klein könnt ihr den Alex sehen. Mal gucken, kann ich zoomen? Nee. Das ging ja mal früher in Optifine. Optifine könntest du das. Nee, ich habe Optifine drin, aber ich weiß nicht mal, wie die Tastenbelegung war dafür. Wir gucken uns heute ein Schiff an, und zwar ist das die Disney Wonder. Jedenfalls ist es so, dass diese Disney Wonder ein Schwesterschiff hat, das heißt Disney Magic. Ist gebaut im Jahr 1999, zumindest war da dann die Übernahme. Das heißt, es wurde so in den Jahren 98, 97 gebaut. Baukosten waren 350 Millionen US-Dollar. Das ist eine Menge, Menge Geld, Leute. Überlegt euch das mal. Für das Geld könnt ihr ein schönes Hochhaus bauen. Da könnt ihr locker 300 Millionen Mal im McDonald's essen. Ja, und dann wirst du auch 300 Millionen Kilo wiegen, Alex. das Schiff wiegt 83.000 Tonnen. Das war ein paar Mal eine Menge. Das war ein paar Mal Megas, ja, ich komme schon aus der Spur wegen dir. Es hat eine Länge von 294 Meter, das heißt, wenn ihr das aufrichten würdet, dann hättet ihr schon einen echten Wolkenkratzer, ne? Die Breite sind 32 Meter und der Tiefgang ist 7,7 Meter, maximal 8 Meter. 32 Meter, sollen wir das mal testen so ein bisschen? Indem wir da einfach mal so die Breite uns angucken. Nee, komm, also ich denke mal schon, das ist 1:1 gebaut. Das ist schon sehr, sehr groß. Wir haben insgesamt alles, was hier auf dem Schiff verteilt ist, spielt sich ab auf 11 Decks. Wir könnten die jetzt zählen, ja. Das hier ist das obere, das erste, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste, das siebte, das achte, das neunte. Dann haben wir hier vermutlich irgendwo das 10., das sind dann Betriebsdecks, und das 11. ist wahrscheinlich unter der Wasserlinie. Okay, ich könnte jetzt noch was sagen zur Fahrtgeschwindigkeit. Die normale Cruise-Geschwindigkeit sind 39,8 km/h oder 24,7 miles per hour. Und das entspricht 21,5 Knoten. Maximalgeschwindigkeit sind 24 Knoten, das entspricht 44 km/h oder 28 Meilen pro Stunde. Ja, und es ist ein extrem geiles Schiff. Wir werden nicht alles zeigen, denn es ist viel zu groß, und wir wollen ja nur so einen kleinen Anreiz geben. Wir haben ja jetzt auch schon wieder ein paar Minuten rum in der Zeit, wo ich jetzt alle Maße und alle Daten genannt habe. Oh, wir haben hier auch einen schönen Pool. Cool. Also, genau, die haben wir überall auf dem Schiff verteilt, auf dem Oberdeck. Ja, das ist schon extrem erholsam, ja. Also ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so für Kreuzfahrten gemacht habt. Das ist natürlich immer eine teure Sache. Wir waren auch noch nie Kreuzfahrt machen. Das kommt alles erst noch. Aber es gibt bestimmt Leute, die reiche Eltern haben und die schon mal Kreuzfahrt gemacht haben. Und da könnt ihr gerne mal schreiben, was ihr da, auf was für einem Schiff ihr da wart. Wart ihr auf dem Disney-Schiff, dann seid ihr ein extremes Kiddie. Oder wart ihr vielleicht auf der AIDA oder so, ne? Da hat man dann eher so. Oder auf der Costa Concordia. Costa Concordia, da hat man dann eher so tanzende Frauen anstatt Mickey Maus und Goofy, ne? Ich hab doch die Game Rule geändert. Warum wird's jetzt dunkel? Weil sich die Welt irgendwann sagt, so, ich will jetzt Nacht, ne? Nein, dann sag ich als müde, dann sag ich Welt als Admin hier, nein, false, Sollen wir anfangen an der Brücke? Die ist irgendwo da vorne. Wir können anfangen an der Brücke. Also ich muss auch sagen, ich finde diese Schornsteine hier sehr, sehr schön. Die sind so designt, dass man da noch drumherum anscheinend laufen kann in dem Schiff. Also das sind Scheiben, wo man da drin rumlaufen kann. Oder es kann auch sein, dass die im Original auch einfach fake sind und funktionieren gar nicht wirklich. Ja, da doch, ist genau, sie hier. Genau. Nee, doch, ja. Hier, guck. Da unten. Hier. Nein, hier. Ja, genau da. Guck mal, da ist ein Bildschirm, da ist ein Monitor hier da draußen. Wenn es da regnet, weißt du, da ist Kacke am Dampfen. Ey, cool. Cool gemacht. Dieses Auto-Jump, ne? Das ist schön und gut, aber warum muss das immer bei Default auf an sein hier? Ah! Da ist irgendwo der Funkraum, oder? Denke ich doch jetzt mal hier. Ja, da ist der Funkraum. Ah, übrigens, wir haben für Leute, die es interessiert, wir haben mal einen Mod vorgestellt, mit dem ihr so Schiffe bauen konntet und konntet die gebauten Schiffe dann auch steuern, wie echte Schiffe, und ist eine sehr coole Mod. Ist aber auch schon eine Zeit lang her, dass wir das vorgestellt haben. Vielleicht, wenn ihr das wollt, dass wir da mal wieder so nach Mods gucken mit so Schiffen, dann schreibt es mal in die Kommentare und dann machen wir das. Komm mal mit. Ich denke nämlich, dass da auch viel Neues jetzt dazu kam mittlerweile. Boah, es gibt so viel. Was ist das hier? Ich glaube, das ist ein Fußballplatz oder so, ein Indoorplatz.
Basketballplatz. Das Basketball, ja. Wir können mal gucken, da gibt es bestimmt noch Golf, eine Minigolfanlage oder so. Das ist ja alles an Bord. Also so Schiffe sind ausgelegt, dass sie eigentlich alles haben. Und auch wenn das Schiff gebaut 99 ist, das ist kein Alter für so ein Schiff, ne? Also die meisten sind, glaube ich, so Durchschnittsalter locker 40 Jahre oder so. Das Schiff ist noch keine 20 Jahre alt, von daher ist das, glaube ich, ganz gut. Jetzt haben wir da hinten noch einen Pool und sogar eine Rutsche. Oh! Und die Rutsche ist im Schornstein drin. Das spricht also dafür, dass du recht hattest, dass das schon Deko ist. Oh, ich will in den Schornstein rein. Lass mal rutschen. Aber so eine eckige Rutsche, oh, das wird wehtun. Ey, glaub mal, da habe ich danach lauter blaue Flecken, wenn ich unten ankomme. Oh, guck mal. Shit. Ich will direkt hinterher rutschen, um dir dann in den Rücken zu rutschen. Oh, nee. Pluto's Doghouse. Cool. Da kann man sich Hotdogs holen. Alles schweineteuer bestimmt. Ja, und vor allem, es muss auch Schweine viel Zeit gekostet haben, dieses Schiff zu bauen. Wenn man sieht, dass hier alles, man kann da halt auch nicht so viel mit World Edit machen. Weil das ja individuell ist. Hören Sie auf, mir zu folgen. Security, da, bitte nicht. Gehen Sie weiter. Komm, wir gehen hier runter. Da ist ein Café. Oh, okay. Dann sind wir hier drin. Und jetzt haben wir Aufzüge. Die bringen uns ein bisschen runter. Und hier haben wir auch so einen. Oh, toll, ich kann hier. Oh, dann gehen wir einfach hier runter, was soll's. Komm, wir gehen mal ganz weit runter. Das ist cool gemacht, dass wir hier. Ja, also, man könnte so sagen, ne, dieser Herr hat gespart an den Aufzügen, ne, weil das sind ja keine elektrischen, aber. Ich meine, so ein Schiff hat man schon genug. Ernst nehmen. Aber da hast du schon genug Platz. Auf der anderen Seite, er hat halt das stimmt, zwar viel das stimmt. Arbeit, ne. Das ist schon. Eben. Deswegen ist das schon okay, zumal er da total viele so Aufzüge hat. Ne? Und das ist praktisch gesehen ja auch ganz gut. So, ich will jetzt mal gucken, wo wir jetzt sind, auf welcher Höhe. Okay. Das sind die letzten Decks, wo noch Leute schlafen. Also dritte Klasse. Hier unten. Mit den Strohbetten. Strohbetten, ja, Strohbetten. Sag mal, in welchem Jahrhundert lebst du denn, Alex? Ah. Das hatten wir doch beim Heli-Chase. Ja, ne? Da haben wir zu unterhalten. Ja, Strohbetten, keine Strohbetten mehr. Aber ich weiß es ja, was die Räume darstellen sollen. Das sind alles. Ich weiß es hier auch nicht da hinten, weil das sind viele Monitore und sowas. Das sind so kleine Office-Dinger. Internet-Café? Hab da keine Ahnung. Internet, nein. Das sieht eher aus wie so ein Knast oder so. Keine Ahnung. Ein Knast? Das ist ja auch. Komm mal. Da ist ja, hier ist eine Eisentür. Hier kannst du nicht rausgehen. Hier bist du eingesperrt. Aber man muss doch jetzt irgendwie noch tiefer kommen, oder ist das jetzt hier schon. Ah, ja, Leute, schon zu Ende. Ne, merkt euch, der Toni will immer tiefer. Es ist schon zu Ende, Alex. Hier unten ist nichts mehr. Das ist das letzte Deck hier. Das ist jetzt das nächste Deck. Ich glaube, das sind alles Wohndecks. Also ich glaube, jetzt hättest du jetzt hier so viel finden. Alles uninteressant. Also das Interessante ist wirklich oben. Deswegen gehen wir jetzt nochmal ein paar Decks hoch. Das ist ja, ich denke, das ist immer noch dritte Klasse oder so. Und dann kommt irgendwann zweite Klasse und dann erste Klasse. Die Deckpläne gibt es übrigens auch in Bildform. Einfach auch auf BMC gucken. Ja, dort ist da alles drin. Und da könnt ihr euch die Decks anschauen und auch so, was ihr so in den Decks findet. Haben wir jetzt nicht ganz einstudiert, ja, weil das halt extrem viel ist. Aber ihr könnt euch daran orientieren, wenn ihr irgendwo speziell hin wollt. Dann könnt ihr da nachschauen und dann findet ihr das. Okay, das sind gute Decks. Das ist schon, das ist schon gut. Bessere. Ja. Also ich würde gerne in diesem Rettungsboot da schlafen, da drin. Ja, ja, da wirst du also auch schlafen. Wohnen. So. Weil das ist schön groß, weißt du, da passen 20 Personen rein. Ja. Und das passt. Ja. Wahnsinn. Dieses Schiff, Leute, hat Platz für 2400 Passagiere und hat 945 Besatzungsmitglieder. Das ist schon eine ganze Menge Holz. Das heißt, insgesamt sind fast also so rum 3350 Leute auf dem Schiff. Das ist auf jeden Fall ein Ort, ja. Haben die eine Feuerwehr? Ja, nichts, oder? Ja, ich bin weiter oben und suche mich gerade ein bisschen zurecht hier. Ist auf jeden Fall alles verdammt interessant, ja, was man hier jetzt alles sehen kann. Bin jetzt auf dem vorletzten Deck und hier wird es schon etwas spektakulär. Da ist Alex. Genau, komm mal. Okay, da kann man schon raus auf die Promenade. Beauty Salon, okay. Das war gerade ein Krampf, da durchzulaufen. Jetzt hätte man jetzt einen Gehfehler hier. Yeah. So, was haben wir da noch?
Spa-Villa. Okay, das sind Kleinigkeiten. Ich hoffe jetzt eigentlich, dass wir noch so ein Kino finden und so weiter und so fort. Das sollte ja auch alles vor Ort sein. Man könnte jetzt natürlich auch fragen, okay, wofür kann ich dieses Schiff verwenden? Also zum einen, um sich es einfach anzuschauen, um sich vielleicht auch ein bisschen inspirieren zu lassen für ein eigenes Schiff oder für Ideen, die hier verbaut sind, wie man selber was bauen kann, wie zum Beispiel der Pool. Oder man nutzt das zum Beispiel für seinen Server, ja. Also man kann auf dieser Map da schon einiges machen. Egal, ob man das jetzt auf den Server packt, einfach so als Visitor-Schiff oder als Spawn oder als Map für Survival-Games und so Zeugs, ja. Also man kann so ein Schiff für viele Sachen verwenden, was ihr euch halt auch überlegen könntet. Also eine Survival-Runde auf so einem Schiff wäre, glaube ich, schon ganz geil. Um ehrlich zu sein, also von der Größe her, wenn man so in der Mitte hochgeht und setzt den Spawn in der Mitte des Schiffs, dann ist das vielleicht gerade noch ausreichend groß für eine Runde Survival-Games. Vielleicht mit nicht so vielen Leuten, aber das wird passen. Das hat schon einen Reiz, das stimmt schon. Es gibt genügend Versteckmöglichkeiten und man kann halt, es ist alles begrenzt. Man kann ja jetzt nicht außerhalb des Schiffs irgendwie raus, ne? Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee und ich frage mich ehrlich gesagt, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, warum das noch keiner gemacht hat, ja? Also ja, bestimmt schon jemand gemacht, aber ich habe es noch nicht auf YouTube gesehen, Alex auch noch nicht. Sondern die Survival, die wir jetzt kennen, da spielt alles in einer Minecraft-Welt und das ist alles unter so einer Kuppel, ne? Aber hier auf einem Schiff, das hat was, ja. Da findet man auch bestimmt eine Menge Loot. Kann man gut verteilen, gut verstecken. Ist auf jeden Fall gut gemacht. Ansonsten, was haltet ihr von dieser Idee? Schreibt es mal in die Kommentare. Was haltet ihr vom Schiff? Schreibt es auch in die Kommentare. Schreibt euch Ideen dazu. Wenn ihr irgendwas Geiles gefunden habt, was wir zeigen sollen, dann gebt uns auch den Link dazu oder schreibt es auch einfach in die Kommis. Und dann gucken wir uns das an. Wir haben da auch schon viele Dinge gezeigt, die wir von Abonnenten bekommen haben. Und dann machen wir das. Ne? Dann gucken wir uns das an. Und vielleicht habt ihr ja auch was mega cooles gebaut und wollt, dass das vorgestellt wird. Dann ist es auch für euch eine Chance, euch vielleicht ein bisschen irgendwie bekannter zu machen bei eure Bauwerke. Ich weiß auch, bei uns war es so, wir ja, haben da niemand gehabt. Wir haben das so alles aus dem von Null auf sozusagen dann aufgebaut, die ganze Stadt Newcastle City und so weiter. Da hat er später auch noch Maxi geholfen. Und ja, aber im Endeffekt wurde es dann doch bekannter irgendwie, keine Ahnung. War vielleicht auch Glück dabei, aber es waren auch in erster Linie ausgefallene Gebäude. Ja, das war's von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die Disney Wonder. Ihr findet einen Link in der Videobeschreibung dafür euch zu Planet Minecraft. Da könnt ihr euch ein bisschen mehr Info ziehen. Ihr könnt euch dann auch Infos holen zu dem Erbauer und das Ganze herunterladen. Ja, wir haben jetzt hier die 1.11 benutzt. Die Map ist von Januar 2016. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall etwas nach der, am besten nach der 1.10.2 benutzen. Idealerweise halt die neueste Minecraft-Version, dann sollte es auf jeden Fall alles so funktionieren, wie es jetzt hier auch in diesem Video gezeigt wurde. Wir melden uns ab und sagen tschüss, bis zu einem anderen Video. Macht's gut und haut rein. Ciao. Tschüss.